Die für ihre Fernsehprotestaktion gegen den Ukraine-Krieg bekannte russische Journalistin Marina Ovsyannikova ist erneut festgenommen worden. Ihrem Anwalt zufolge standen die Strafverfolgungsbeamten am frühen Morgen vor der Tür der Journalistin und führten eine Hausdurchsuchung durch, ohne seine Ankunft abzuwarten. Vorläufigen Angaben zufolge werde Ovsyannikova vorgeworfen, falsche Informationen über die russischen Streitkräfte verbreitet zu haben, so der Anwalt. Dabei werde derselbe Gesetzesartikel angewendet, mit dem auch schon bekannte Oppositionelle und Künstlerinnen belangt worden seien. Grund für die Verfolgung sei eine Protestaktion mit putinfeindlichen Plakaten in Sichtweite des Kreml gewesen. Die ehemals linientreue Fernsehredakteurin Ovsyannikova hatte im März in einer der wichtigsten Abendnachrichten des Landes ein Plakat gezeigt, auf dem stand: Stopp den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Für diese und weitere Protestaktionen wurde sie bereits mehrfach kurzzeitig verhaftet und mit Geldstrafen belegt. Der Vorwurf, sie habe Falschinformationen über das Militär verbreitet, könnte bis zu 15 Jahre Haft nach sich ziehen.